So, YouTube. Dann wollen wir mal Lotti folgen durch diese, ja, ich finde es wirklich schön gestaltete Stadt. Hier ist ein Mechaniker. Ein Zwerg oder so. Dass wir die nicht wählen konnten. Ich hätte gern einen Zwerg genommen. Sag ich, wie es ist. Oder ein Elf oder irgendwas. It's gonna take a while to fix it. Okay. Toyho, watch your step and mind your head. Mind the gap. Really don't feel like working today. Okay, ihm ist nicht nach Arbeit. Dann gucken wir mal. Janika. Ashur. Okay. Boah, die kreischen hier aber auch. Kann ich die Leiter hoch? Nee, sowas geht nicht. Schrift kann ich auch nicht lesen. Stovi? Stovel? I'm getting bored of guarding the gate. Can't we have some fun today? Okay. Stadttor. Wenn man ranzoomt, also die Texturen hier sind auch nicht 4K, nicht wahr? Das sieht man dann auch. Also gerade hier. Aber ich finde trotzdem sind die gut gewählt, nicht? Also komplett ausreichend. Ja, ja, gut, wir gehen rein. Genug umgeguckt. Want to try out some weapons? Connell, ein paar Waffen probieren. Ja, ja, er hat irgendwelche Waffen vorbereitet. Waffentruhe des Widerstands. Okay, also wir haben zwei Hände. Nicht? Da kann man halt mächtige Schläge gegen große Gegner ausführen. Das Schwert. Bisschen agiler. Mit mehr Schutz, mit einem Schild oder so. Der Dolch. Vergiften, anschleichen, von hinten Gegner stunnen. Das Übliche, würde ich sagen. Dann den Langbogen. Nicht? Entfernung, Abstand halten, ausweichen. Okay, die Armbrust. Okay, Armbrust, auch interessant. Doppelarmbrust gibt's sogar. Sie feuert damit zwei auf die Gegner. Aha, aha. Dann den Stab gibt's natürlich noch. Mhm, mhm. Den Zauberstab. Okay. Und das war's. Okay, also Stab, Zauberstab. Also das eine ist eher Zauberlehrling anscheinend, das andere eher voller Magier. Armbrust ist wahrscheinlich eher so unterstützen, wenn du eher ein Nahkämpfer bist, der aber einen Fernkampf anfangen möchte. Gut, man kann wahrscheinlich auch Armbrust spezialisieren. Und ich weiß nicht, ob wir Langbogendolche machen sollten. Mal gucken. Armbrust oder Langbogen? Auf jeden Fall. Larry ist auf jeden Fall immer ein Bogenschütze. Weil jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, seine Augen gefallen mir nicht mehr. Die sehen im Spiel gerendert nicht so gut aus, wie sie im Charakterbogen aussahen. Er guckt immer wie so ein tollpatschiger Sim. Und die grünen Haare sehen auch nicht wirklich grün aus hier drin. Ja, ja. Also pass auf, wenn er den Charakter-Editor benutzt. Let me teach you. Okay, was weißt du über Nahkampfwaffen? Greatswords and daggers are weapons used in melee. Swords are used with shields, so sword wielders typically stand on the front lines to protect others. Find one you like, then try it on the practice dummy here. Okay. Warte, dann fragen wir noch über Fernkampf. You're new if you prefer fighting from a distance. I recommend a longbow, crossbow, staff or wand.
wands can heal allies during combat. Okay, Zauberstäbe sind auch für Heilung da. Okay. Wie komme ich an die Waffen? Ich habe die irgendwie genommen. Hier schieße ich. Wie konnte ich die Waffe denn wechseln? Ausrüstung anlegen. Hier. Okay, da. Und hier haben wir die Waffen. Okay. Sieh dir den rechten Bereich verfügbaren Gegenstände an. Alles klar. Und hier haben wir die Testkits. So, und wie kann ich die anlegen? Achso, zum Tauschen. Werte ändern sich abhängig der ausgerüsteten Waffe. Okay. Und danach schließen. So. Wir wollen... Was ist das? Probiere ich erstmal aus. Jetzt haben wir hier Schild und Schwert. So, wir haben Superfähigkeiten. Nicht sowas wie Blocken. Dann Fähigkeiten, die immer aufladen. Ja, ist nicht meins. Okay, Charakterauswahlbogen. Fähigkeiten. Ja, okay, der will mir gerade alles beibringen, aber ich bin doch noch hierbei. Okay, die Armbrust. Okay, also mit da verteidigt er sich. Mit der Zweitwaffe, interessant. Ah, ich muss hier noch... Ah, da kann man direkt um den Gegner herumtänzeln. Ah, da wechselt er immer auf eine... auf die Waffe. Das heißt, die sind irgendwie nur... Beiwerk oder so. Hm. Ja, finde ich jetzt auch nicht so geil, oder? Also da war der Bogen irgendwie noch sinnvoller. So, was haben wir noch? Das hatten wir. Das sind jetzt Zweihänder. Nee, das sind Dolche, oder? Aber ihr nehmt immer die andere große Waffe. Wartet mal. Da stimmt irgendwas noch nicht. Kann ich die irgendwie komplett ablegen? So, du sollst jetzt nur die Sache haben. So. Dann kann ich das hier unten nicht auswählen. Muss ich vielleicht die Fähigkeiten doch noch anpassen dann immer? Okay, und hier gibt es auch noch irgendwelche Sets. Okay, sehr... Da kann ich... Ah, okay, hier kann ich wechseln. Aber jetzt habe ich nur... gar nichts. Interessant. Ich habe es kaputt gekriegt. Unbewaffneter Angriff, komm. Jawohl. Schlag ihn. Okay, Verwandlung. Also, das sind die Schwerter. Vergessene Dolche, okay. Ich versuche mal den Stab. Zeige ich zwar den Stab, aber ich habe nicht seine Fähigkeiten. Ich glaube, weil ich die nicht gelernt habe. Aber wie... Das Menü hier ist verwirrend. Wenn du dich gegen Wutangriffe eines Gegners mit Verteidigung zur Wehr setzt, aktiviert jede Waffe Spezialfähigkeit. Okay. Mit aktiven Fähigkeiten kannst du Gegner direkt angreifen oder deine Gruppe hilfreiche Effekte verleihen, ja? Ausgerüstete passive Fähigkeiten sind immer aktiv und erlauben es dir, den Kampfstil entsprechend anzupassen. Die liebe ich am meisten. Passive Fähigkeiten. Fähigkeiten, die du schnell Auswahlplätzen zuweisen wurden, können im Kampf verwendet werden. Alles klar. Ziehe Fähigkeiten in die schnell... Ah, okay, ich muss die hier runterziehen. Ah. Ende. Achso. Okay, ich konnte das nicht machen, weil das doofe Tutorial... Oh Mann, da war irgendeine Tutorial-Nachricht. Alles klar. Dann gucken wir doch mal. Ja, jetzt können wir das hier verwenden. Okay.
Eis. Das ist erst der normale Modus, wo er schießt. Feuerball. Irgend so ein Kampf. Das ist, glaube ich, Verteidigung. Abstand gewinnen, Gegner einfrieren und nach hinten springen. Und aus dem Kampf zurückziehen. Und dann noch Elektroschock. Finde ich gar nicht so unsexy. Was sagt ihr? Aber Stab war heilen, nicht? Aber grundsätzlich schon mal... Charakterinformation. Mag ich. Versuchen wir mal den... Das. Nur blöd, dass man immer die Fähigkeiten hier manuell wechseln muss, wenn man die Waffe wechselt. Da kann man bestimmt dann auch irgendwelche Sets machen. Okay, also... Stab sah schon gut aus. Das hier sieht ein bisschen... Ja. Okay, Multi-Angriff. Keine Ahnung, was das macht. Und das ist eine gerichtete Fähigkeit. Ah, der Stab wirkt jetzt eher so ein bisschen armselig, nicht wahr? Der Zauberstab. Der richtige Stab, besser. Das hier ist so, ja. Das ist irgendwie low, nicht? Ja, sehe ich auch so. Dann jetzt nochmal die Dolche. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Man muss halt echt aufpassen, ob noch irgendeine Tutorial-Nachricht aktiv ist. Und hier ist blöd, wenn man hier auf den falschen, an die falsche Stelle kommt. Dann kann man das nicht drag and droppen, statt man das einfach anklicken kann und er es automatisch nach unten packt. So. Okay. Okay, fesseln und auf die Rückseite wechseln. Vergiften. Finde ich schon gut. Also Dolche mag ich. Jetzt werden nochmal die anderen Sachen alle durchgehen. Dolche hatten wir. Gut, das Schwert kannten wir auch schon. Das hatten wir auch. Aber da können wir auch nochmal gucken. Da habe ich ja auch die Fähigkeit nicht drin gehabt für. Kann man nicht irgendwie mit Doppelklick? Nee, man muss echt Drag and Drop machen. Ich finde es gut, dass Spiele auch mal Drag and Drop haben, nicht wahr? Okay, aber der, also das fühlt sich auch nicht schlecht an, muss ich sagen. Okay. Es wird schwer, glaube ich. Jetzt nochmal die Armbrust. Ja, wollen wir ja auch nicht unrecht tun. Ich meine, ich kann ja auch hier die Superfähigkeit noch reinziehen, aber die interessiert mich, glaube ich, nur bedingt. Okay, rückschießen, rückgehen. Und was kann die Superfähigkeit? Irgendwie nix. Es geht so, nicht? Den Stab hatten wir, Zauberstab hatten wir, den Bogen gucken wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Ich glaube, der war auch nicht richtig zugeordnet. Ist komisch, dass ich das hier halt manuell machen muss. Das wirkt schon ein bisschen merkwürdig, dass man immer, wenn man die Waffe wechselt oder das Waffenset, dass man das einmal festlegen muss. Ich meine, was soll ich denn sonst machen, wenn ich die Waffe nicht anhab, nicht? Okay, Bogen finde ich schon irgendwie... Weiß nur nicht, was immer das hier ist. Wehrt Angriffe ab. Ach so, das Verteidigen. Alles klar.
Okay. Ja, Bogen ist meins, nicht? Jetzt ist so die Frage, was nehmen wir aber dazu? Also Bogen nehmen wir. Wissen wir schon. Okay, kann ich nicht wechseln. Ich fand Stab eigentlich ziemlich mächtig, aber ein Kämpfer, Bogen, Stab, weiß ich nicht. Und Kämpfer oder Jäger, Dolche? Dolche oder Stab? Ja, genau das ist es. Dolche oder Stab. Wir können hier nochmal, das haben wir jetzt ja auch noch nicht an der Waffe gesehen, hier nochmal das Breitschwert ausprobieren. Nicht? Vielleicht überzeugt uns das ja auch nochmal. Okay, Kurs auch hier verteidigen. Er wechselt auf den Bogen, nicht? Ich habe das nicht ordentlich getauscht. Das hier ist, glaube ich, muss ich hier runterziehen. Ja, ist klar. Der wechselt automatisch dann auf die andere Waffe, wenn ich das drücke. So, jetzt. Ich mag bei der Waffe nicht, dass das Bild halt wechselt und nicht auf den Gegner fokussiert bleibt, wenn man dahinter geht. Nicht? Also, wenn ich die zwei gleich nochmal mache. Stellt euch mal vor, ihr seid im Kampf. Jetzt drückt ihr zwei. So. Ihr fallt vielleicht irgendwo runter. Ihr seht nicht mehr, wo der Gegner ist. Weiß ich nicht. Präzisionssprint. Ist nicht so meins. Ist schon krass, aber ist nicht meins. Fühle ich nicht. Bogen fühle ich. Und eigentlich, komm. Ich fand den Stab schon richtig geil, oder? Sind wir ehrlich, Stab ist es, oder? Stab und Bogen. Bogen ist Main, Stab carried. So würde ich mal ins Rennen gehen. Und sowas wie Verteidigung brauche ich nicht. Ich gehe hier bei Q auf den Stab. Dann können wir uns nämlich ein bisschen zurückziehen mit dem Stab, die Gegner einfrosten und weiter aus der Ferne. Ah, das ist auch Verteidigung. Das ist doch eine coole Verteidigung. Ja, das finde ich nicht gut. Ich muss nur aufpassen hier, wann ich was einsetze, nicht? Das muss ich mir denn so anordnen. Verteidigung vielleicht auf andere Tasten. Und die Standardwaffen, da muss ich auch zuordnen. Jetzt habe ich den Stab als erstes. Wie konnte ich die... Achso, hier. Mit Z kann ich das wechseln. Okay. Dann wechselt er hier auf Bogen. Okay, das würde ich sagen. Wir sind Bogen-Stabkämpfer. Muss ich mit ihm noch was reden? You may need to carry various kinds to be ready for any situation. Okay. Duvor, we're going to Moonshade Town. Can you open the gate? Sure, Lottie. You'll have a good view of Whisperian on the way. Er sieht auch aus. Okay. Oh, alles klar, deswegen sieht er so aus. Shift W war das, nicht? Ja. Ah! Ah! Okay, jetzt macht die Tastenkombi Sinn. During such an event, you and Lottie left Whisperian's fortress to visit Moonshade Town. Okay, oh! Let's go and check it out! I'll go over first. Follow me with your piton and grappling hook. Okay, grappling hook. Mit F. The watchtower was destroyed by an attack. Although the path was now blocked, you and Lottie made use of the piton and your grappling hooks to continue onward. Okay.
Ich frag mich nur, warum ich mich verwandeln kann. Können wir dir helfen? Anscheinend nicht. Okay, wir müssen dunkel im Mond. Krasse Gegner. Also gefällt mir schon sehr stark visuell, muss ich mal sagen. Was? Was sollen wir benutzen? Das einzige, die englische Vertonung, ich krieg nicht mit, was sie mir erzählt, während ich hier kämpfen muss, nicht? Also die Story geht bei sowas total unter. Was für ein Bully? Ich weiß nicht, was ein Bully ist, oder was sie immer sagt. Die Aussprache ist halt auch zu slangisch, als dass man es dann als, sag ich mal, nicht englisch firmer Mensch, der das täglich hört, zuordnen kann, nicht? This can't be happening. Bisschen hektisch ist es. Könnte ein bisschen ruhiger sein, das Spiel so. Bisschen langsamer. Okay. The pulley lift is broke. We can't get to Hesperian with this. So. Überlegen wir uns was. Okay, wir sollen uns um die Verwundeten kümmern. Wer ist das denn? Wo ist das Vieh? Ja, ich höre dich. Okay, da. Wo sollen wir hin? Da sind die Soldaten. Was war denn das für ein komisches Vieh gerade? Wir laufen erstmal rum. Guckt euch mal an, wie hübsch das hier aussieht. Wow. Und ich muss sagen, es läuft performance-technisch butterweich. Das ist ja richtig krass. Gut, nicht? Die Blumen gehen nicht zur Seite, wenn man durchrennt. Oder? Doch. Aber nicht als Wolf, nur als Mensch. Oder man ist so schnell, dass man es nicht sieht. Doch, gehen zur Seite. Okay. Das ist gut. Fußabdrücke oder so hinterlassen wir aber nicht. Ah, das wäre zu viel verlangt, glaube ich. Aber hier krass, der große, knorrige Baum auf jeden Fall. Okay. Zack. Bobby. Okay, wir helfen ihm. Thank you. Whisperian was hit too. Can you check it out? Wir sollen Whisperiot, Flüsteriot folgen. Dann machen wir das doch mal. Wow. Auch mit den hier mit diesen Leuchteffekten in der Wand. Sieht schon. Kann schon was, würde ich sagen. Bibi? Bobby? Okay, wir werden irgendwo rausgeschleudert. Was ist das? Eine fliegende kleine Puppe. Okay, hallo. Ich kann diesen Rohling. Beeil dich und folge mir. Wo willst du hin? Wo wollen wir hin?
Lass uns helfen, ja. Erster Tod incoming. You defeated the Black Mitrans that appeared on your way to Whisperion. While Whisperion was still intact, a broken pulley lift prevented you from reaching Moonshade Town. Suddenly, a mysterious being bathed in light appeared and led you to the top of the great tree. Okay, da kommt man nicht durch. Nee. Also es gibt auf jeden Fall Wände, wo man nicht durch kann. So Loot oder so habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, das gibt es nur über Quest aktuell. Da komme ich doch wieder nur als Dings durch? Nee. Ah, ich muss mit ihm reden. Na gut. Flüsternes Amitoi. Okay. Sieht aus wie so ein irischer irgendwas, nicht? Was ist passiert? Weiß auch nicht, was geschehen ist. Besondere Macht auf Whisperion hat reagiert, deswegen haben wir uns getroffen, okay. Und wir müssen den Aufzug wieder herstellen. Per Gleitverwandlung kommen wir dahin, okay. Eine Sternenerbin. Okay, wir sind ein Sternenerbe. Happy, happy. Es nervt mich jetzt schon, das Vieh. Auch wenn es süß ist. Okay, was sollen wir tun? Den großen Baum. Alles klar. Okay, wir haben irgendwelche magischen Kräfte. Oh nein, nicht noch einer. Ah nee. Das ist eher nur abgebildet. Gut. Wir müssen... Führe einen Gleitsprung, einen Doppelsprung mit Space durch. Okay. Nach links, nach rechts. Aua. We can't, Kyra. It's too risky to move our troops now. Shift zweimal beenden. Ach so, Space hinauf. Okay. With the pulley destroyed, reinforcements can't reach us. Is there some way? Someone's coming. Wir können uns auf jeden Fall in einen Adler verwandeln. Das ist krass. Hallo. You, how did you get here? Hallo Harry. Ach nee, Clay. Ich habe ein flüsternes Amitoi getroffen. Okay. Ja, wir sind mitten im Kampf, aber erzähl mir mal ruhig alles. Ja, los! Ja, ziehen wir es durch. Captain Kyra and I will fight the Archeum forces on this side and find a way to get in. We'll need you to go into town and rescue the residents with the resistance. Natürlich, alles klar. Please be careful. When this is over, let's be sure to meet again. Natürlich, we will meet again. So, und jetzt packen wir mal. Wir sind viel zu stark. Achso. Wir sollen hier weiter. Klar. Okay. Ja. Aua. Okay. Easy aktuell noch. Der Maisko geht crazy hier. Oh oh. Habe ich kurz nicht aufgepasst. Zack. Aus der Affäre ziehen. Bam. So. Sehr gut.
Aua. Oh oh. I've got this. Spear of Fury. Man weiß gar nicht so recht, was los ist, würde ich sagen. Aber erster Bossfight. Rein da. Ich drücke manchmal 5 anstatt 4. Meine fetten Finger mal wieder. Okay, rasch, rasch. Okay, Widerstandssoldaten. Oh oh. Ich würde sagen, kurzer Cut und danach auf zum